Aufregende Minuten bei Marienhof. Mit Chakalaka, der afrikanischen Grillsoße von Maggi. Es wird viel passieren. So eine gute Freundin wie dich, die möchte ich einfach nicht verlieren. Was sagst du dazu? Ich fange gleich an zu heulen. Die Finger von meiner Freundin, okay? Carlos! Sonst gibt's richtig Ärger, ja? Ich empfinde wahnsinnig viel für dich. Katja! Ich könnte mir mit dir so viel mehr vorstellen. Beziehung, Zukunft, alles. Es wird viel passieren. Und was sagst du dazu? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Oh, schon zu spät. Aber hast du denn gehört, was ich gesagt habe? Ja, dass du irgendwo ihn rausfahren willst. Ich meinte das danach. Katja, ich muss wirklich los. Lass uns morgen darüber reden. Morgen? Sie, weil Toni wollte uns, also mir, die Fotos aus Griechenland zeigen. Ja. Familienabend. Verstehe. Komm, sei nicht böse. Nein. Kannst du nicht mal los? Lass nicht mal los! Die ist nicht ganz richtig. Ey, fass mich noch. Carlos, hör auf! Ich hab gesehen, dass du sie angegrapscht hast, okay? Hör auf! Oh Gott, ey, geh mal zum Augenarzt. Ich hab sie nicht angegrapscht. Was war das denn? Ich glaub's ja nicht. Carlos! Jetzt hab sie auch noch geschlagen, oder was? Das soll ein Schlag sein. Soll ich dir mal zeigen, was ein Schlag ist? Genau, gib's ihm! Hier, hörst du das? Auf dem Niveau bewegst du dich. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Typ aus deiner WG dich anbaggert, ja? Oh Gott, ey, kapier's doch endlich mal. Ich hab sie nicht angebaggert. Verschwinde, Mann, okay? Sag mal zu Charlie oder was? Ja, wen denn sonst? Oder gibt's noch weitere Kandidaten? Das ist ewig her und hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ja, die kleine Rempelei hier hat auch nichts zu bedeuten. Ja, was guckst du mich so an? Freu dich doch, dass ich kein Weicher bin. Wie ein Verrückter, auf meine Freunde loszugehen? Ja, ich bin Spanier, ich lass mir nicht alles gefallen. Damit wollte ich dich überraschen. Das können wir wohl vergessen. Ja, so richtig weit gekommen bist du nicht. Wie denn auch, wenn die NASA-Ingenieurin Anne Maldini fehlt? Ja, unter Freunden werde ich auch Anne the Brain genannt. Okay. Okay, genug gequatscht? Ran an die Arbeit. Ja. Also ich glaube ja, dass dieses Rad hier vorne noch nicht ganz rund läuft. Na, also wenn du mich fragst, hier läuft gar nichts mehr rund. Das rostet sogar. Hast du mal die Elektronik gecheckt? Ja, aber die hat auch ständig wieder Aussätze. Mist. Bootskolonne? Oder der Schulgeist? Mann, bevor du hierher gekommen bist, da waren auch die ganze Zeit so komische Geräusche im Flur. Ja, aber dann war das die Bootskolonne. Mit dem bin ich doch rein. Ach so. Sag mal, wieso hat Detmar dir eigentlich plötzlich erlaubt, hier wieder zu arbeiten? Weil er nicht mehr glaubt, dass wir an allem schuld sind. Er hofft sogar, dass ich rausfinde, wer das alles gemacht hat. Hm. Vielleicht der Chef von der Bootskolonne. Du meinst, nee, der ist doch total blöd. Naja, aber vielleicht ist das alles nur Tarnung. Ja, oder es war diese junge Türkin. Oder es war der süße Farbige. Oh Mann, Anne, der kann doch kein Wort Deutsch. Was will der mit unseren Büchern? Komm, guck doch mal, ob wir Saft haben. War ich das? Also entweder du oder der Schulgeist. Aus dem Lehrerzimmer. Oh, gibst du mir das mal?
Das? Ja. Ach, bin ich froh, wenn ich das Ding endlich los bin. Hier bin ich eingeschlafen und Dino hat mich eingebuddelt. Na, wenigstens hat dein Bruder für einen Sonnenschutz gesorgt. Ja, indem er mir Algen aufs Gesicht gelegt hat. Klasse. Ah, warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Ah, hier. Dein Vater hat mir nämlich auch mal einen ähnlichen Streich gespielt. Ist das Sonnenmilch? Ja. Damit hat dein Vater diese kunstvollen Ornamente auf meinen Körper gezaubert, als ich geschlafen habe. Anschließend hat er alles schön verrieben, ohne mir was zu sagen. Die Bescherung habe ich dann später erst auf dem Foto gesehen. Hallo, Schatz. Hey. Erinnerst du dich noch an Amalfi, als du mit Sonnenmilch hier? Ja, vor fast 20 Jahren. Ja. Gott, war das schön. Ich meine nicht nur dieser Scherz, sondern überhaupt. Ja, ja, ihr wart jung und verrückt. Der Sandstrand, die kleine Bucht und nur wir beide. Hallo? Ist da jemand? Ich hätte die Wartung der Sicherung. Scheiße, verdammt noch mal. Was machst denn du hier? Bashiru, sauber machen. Und dabei schmeißt du das komplette Regal um? Nix Licht und Rums. Ja, und wieso nix Licht? Stecker, kaputt. Der Idiot hat hier eine Kurzschluss fabriziert. Ich habe mir das Knie angeschlagen. Klar, du wieder. Nix Licht! Was treibst du hier? Er hat hier nur geputzt. Er hat hier nichts verloren. Es ist doch gar nichts passiert. Sie brauchen sich überhaupt nicht so aufzuregen. Ich habe mir wegen guter Kinder nur fast das Genick gebrochen. Ah, oh, Scheiße. Hier wird groß und breit Lampedefekt nicht einstecken. Was erwartet man schon von so einem Bimbo? Jetzt lassen Sie gefälligst Ihre rassistischen Bemerkungen, ja? Und außerdem heißt dieser Junge Bashiru. Und wenn Sie ihn bei der Schule anschwärzen, dann werden wir mal Ihren Chef kontaktieren. Er braucht keine anzuschwärzen. Los, beweg deinen Hintern wieder nach oben zu den anderen. Boah, was für ein Widerling. Ja, eins steht fest. Der hat unsere Solarmobile nicht repariert. Ja, aber der Junge kann das auch nicht gewesen sein. Er kann nicht mal diesen Warnzettel an der Lampe lesen. Was will der mit unseren Büchern? Ja, du hast recht. Okay, für heute Schluss mit Geisterjagd. Kommst du mir hinterher, oder was? Das ist meine Strecke. Das ist meine. Ach so. Was willst du mal? Auf deiner Strecke darf keiner laufen. Mit deiner Freundin darf keiner ausgehen, oder was? Ich war gerade dabei, mich warm zu machen. Ich will jetzt weiterlaufen. Das hörst du jetzt mal an. Du bist die Finger weg, ja? Oder bist du schwul? Ich finde Jessie super süß. Ah, ja? Jetzt kommt das Geständnis, ja? Super süß und sehr nett. Und das erzählst du mir so einfach. Wenn ich vielleicht mal ausreden dürfte, danke. Aber mir bin ich auch nicht an ihr, ja? Ich will nichts von ihr, sie nichts von mir und sie will nichts von irgendwelchen anderen Typen. Weißt du warum? Weil sie nur dich liebt, du Volltrottel. Kannst du nur labern oder auch laufen, ja? Und Shampoo habt. Sonst brauche ich nichts. Ist irgendwas? Nein, ich dachte gerade, anstatt putzen zu gehen, würde ich viel lieber mit dir zusammen einkaufen. Einfach so durch die Läden, als hätten wir Urlaub. Du, Tanja, kannst du dich an den kleinen Gemüsemarkt in Napoli erinnern? Ja, die vielen Kräuter, der intensive Duft. Herrlich. Oh, die Liste fürs Fitnessstudio.
Naja, ich sollte meine Stunden aufschreiben und die habe ich zu Hause liegen gelassen. Na, dann flitz mal schnell los, mein kleiner ja. Schussel. Das mach ich. Ciao. Meine Wohnung ist Schluss. Na, hast du dich losreißen können? Hast du nachher kurz Zeit zum Reden? Ich bin im Salon. Du, ich muss auch noch arbeiten, aber wie wär's in der Mittagspause in der Pension? Okay, heute Mittag. Mhm. Ich find's cool, dass ihr zwei euch wieder vertragen habt. Ja, trotz des ganzen Theaters, Pia ist meine Freundin. Und wenn ich den Kurs schön gefunden hätte? Lass das. Oh Mann, so viel Aufregung am frühen Morgen. Ich wüsste da noch was Anstrengendes. Ja, warte mal kurz. Oh, daraus wird wohl nichts. Aber vorher frühstücken wir noch gemeinsam, hm? Vorher? Mhm. Ich dachte, wir machen jetzt wieder gemeinsam an unserem Projekt weiter. Robby, würde es dir was ausmachen, wenn ich das erstmal mit Pia alleine angehe? Nein, wieso denn? Du bist doch nur mein Projekt. Ich meine, was rede ich? Mein Traum, mein Lebenswerk. Quatsch. Macht ihr erstmal alleine weiter. Ich hau mich ins Freibad und guck mir da ein paar schöne Bräute an. Bleib mal. Nein, ist wahrscheinlich echt besser, wenn ihr erstmal für euch seid. Aber sollte irgendwas schief gehen, call super, Robby. Ich bin sofort geflogen. Ups. Hey, ist gut, ich gebe auf. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Du kannst nicht mehr. Ah. Okay, Mann, wenn du es so bezeichnen willst, ich hab keinen Bock mehr. Du gibst also auch, hä? Brauchst du es jetzt schriftlich, oder wie? Ja, warum nicht? Dann reim ich es mir schön ein und häng's im Latte auf. Ja, das ist eine super Idee. Sorry, nochmal wegen neulich. Ehrlich gesagt, ich kann auch nicht mehr. Willst du mich? Carlos. 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 Was ist denn los? Was ist denn los? Scheiße. Voll unterzuckert. Carlos, hast du Traubenzucker dabei? Okay. Brauchst du einen Arzt? Oder reicht das? Geht schon. Du musst kauen. Ist das? Hey. Hallo. Hallo. Tja, da bin ich. Du, ich will dir was sagen. Ja, komm doch, setz dich. Ich war beim Inder. Das können wir doch beim Essen machen. Setz dich. Guck mal, dein Lieblingsgericht. Katja, bitte. Das, was ich dir sagen möchte, das tut mir selbst sehr weh. Ich möchte unsere Affäre beenden. Ich habe dich zu sehr unter Druck gesetzt gestern. Ich weiß. Ich war einfach so in der Stimmung. Ich weiß, ich darf nichts von dir fordern. Katja, nein, es ist aus. Katja, ich will nicht mehr. Meine Familie ist das Wichtigste für mich auf der Welt. Ich will sie nicht verlieren. Ich habe Männer, die ihre Frauen betrügen, immer verachtet. Und ich möchte dich nicht weiter verletzen. Das hast du nicht verdient. Du bist so eine wunderbare Frau. Hör auf. Wunderbare Frau, du hast mich doch nur benutzt. Glaubst du, so einfach geht das? Kommst, wann du willst, gehst, wann du willst. Und wenn es dir nicht mehr passt, dann schmeißt du mich einfach weg, wie einen alten Schuh, ja? Aber das hast du doch gewusst. Das haben wir doch so vereinbart. Ja, natürlich. Wie konnte ich es vergessen? Ich habe ja kein Recht darauf, Gefühle zu haben.
gedacht, dass ich mal meine Ferien freiwillig in der Schule verbringe. Und ich hätte nie gedacht, dass mir das Projekt auch ohne Robby Spaß macht. Hey, das sieht ja gar nicht mehr so schlimm aus, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, und ich kann dir auch ganz genau sagen, woran das liegt. Da hat schon wieder jemand dran rumrepariert. Also, ich weiß nicht. Robby? Niemals. Dann war es wieder unser Schulgeist. Ja, und der hat nicht nur Ahnung in Physik, sondern ist auch verdammt geschickt. Guck mal, man sieht gar nicht mehr, dass das Auto beschädigt war. Sag mal, wieso sagst du eigentlich immer er? Das kann ja auch nur sie sein. Naja, er, der Geist. Ist ja auch egal, ich will letztendlich wissen, wer uns hier demonstriert, wie doof wir sind. Ey, sag mal, was soll denn das? Wir haben schon genug Ärger mit der Elektronik. Ja. Aber das weiß er ja nicht. Jetzt. Na, guck mal, er kommt hier rein, sieht, dass das Teil kaputt ist und repariert ist. Und dann will er sehen, ob es funktioniert, oder? Ja. Und dann löst das Ganze ein Signal aus. Das wir empfangen. Bingo. Trotzdem mit Pixel nicht ganz sauber, echt? Mit Diabetes so einen Wettlauf hinzulegen, bist du nicht ganz dicht? Habe ich gewonnen oder habe ich gewonnen? Ja, klar, wie der Typ im alten Griechenland, der den ersten Marathon gelaufen ist. Ist dann auch tot zusammengebrochen. Jetzt entspann dich, Mensch. Hi! Hey, Schatzi! Ist alles in Ordnung bei euch? Ja, klar, warum nicht? Ihr führt nur so ein ganz normales Männergespräch? Ja, wir waren gerade ein bisschen joggen. Joggen? Ja, weißt du, Männer regeln das ein bisschen anders als Frauen. Ohne viel Worte. Aber ich finde, du siehst trotzdem ein bisschen blass aus. Ja, weißt du, Carlos hatte eben gerade... Wisst ihr was? Ich muss nach Hause. Ciao. Tschüss, Mädels. Was wollte er denn sagen? Was war denn mit dir? Ich hatte einen Bärenhunger. Weißt du, ein schlechtes Gewissen, weil ich mich gestern so daneben genommen habe. Aber ich verspreche dir, ich werde mich in Zukunft nicht mehr daneben nehmen. Was lungerst du denn eigentlich hier rum? Entschuldige, hast du Zeit? Eigentlich nicht. Hey, Frank, ich muss mit dir reden. Es geht um... Ich kann mir schon denken, worum es geht. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich da weiter mit reingezogen werden will, Stefano. Du hast ja recht. Ich weiß. Deshalb habe ich vorhin mit Katja Schluss gemacht. Es ist aus. Basta, finito. Bin froh, dass du mir am Kopf gezogen hast. Du meinst, dass ich dir den Kopf gerade gerückt habe? Zeig ich's doch. Tut's dir schon leid? Ich bin nur... Katja war so enttäuscht. Was erwartest du? Wie sie mich angesehen hat. Das hat mir richtig Angst gemacht. Kennst du den Film Eine verhängnisvolle Affäre? Ich bitte dich. Ja, Frank. Verletzte Frauen können wie Bestien sein. An deiner Stelle würde ich mir eher Sorgen machen, wenn Tanja enttäuscht und verletzt wäre. Die würde wirklich zur Bestie werden. Oh, Tja. Was ist, wenn Katja mit Tanja redet? Diese Katja? Macht mir eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck. Das wird sie schon nicht tun. Arbeiten. Ja, von wegen. Sag mal, denkst du, wir sind blöd? Wer an dem Modell rumfummelt, der löst bei uns ein Signal aus. Nichts gemacht, war schon nichts gemacht. Wir schon wie putzen. Oh mein
Gott. Also, du hast Kai im Park getroffen? Ja, Schatzi. Aber du bist nicht auf ihn losgegangen? Nein, Schatzi. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, gestern sah es noch so aus, als würdet ihr euch gegenseitig vermöbeln wollen und jetzt nach einmal joggen, ist alles wieder gut? Tja, so ist das nun mal. Ich habe mich entschuldigt und er hat es akzeptiert. Ende. Okay. Du, ich muss jetzt auch los zum Job. Ja, raus aus meinem Fußballstudio. Also, weißt du, eigentlich habe ich mir gedacht, vielleicht kommst du einfach mit und leistest mir Gesellschaft. Kurze Antwort mit zwei Buchstaben. Nö. Naja, dann könnte es natürlich unter Umständen sein, dass ich ganz allein bin mit Kai. Der wollte mich besuchen kommen. Ah, so, ja, dann grüß ihn mal schön von mir. Menno, du bist überhaupt nicht mehr eifersüchtig. Ich hab doch gesagt, ich hab mich beruhigt. Ich wollte dich auch nur ärgern. Kai kommt gar nicht. Du bist mir aber eine. Ah, das wird mein Kumpel sein. Was für ein Kumpel? Hab ich's gar nicht erwähnt. Ich guck doch nicht alleine Fußball. Na? Ah. Hi. Oder willst du lieber ins Foxy? Hä? Wie ist das denn? Ah. Ich dachte, wir gucken Fußball. Gut, gucken wir Fußball. Oh. Also. Ciao. Ciao. Wir schon, ne? Ja, nicht für mich. Ich habe. Ach Mann, wenn du mich wenigstens verstehen könntest. Hey, ich glaube, er steht unter Schock. Das hört gar nicht mehr auf zu bluten. Ja, ich guck mir das jetzt mal an. Ah, das sieht ja übel aus, da kann man gar nicht hinschauen. Ja, es sieht aber meistens schlimmer aus, als es ist. Oh, es ist schlimm. Boah, der Schnitt ist ja richtig tief. Meinst du, es muss genäht werden? Ja, auf alle Fälle muss der sofort ins Krankenhaus. Du brauchst dir keine Sorgen machen, wir helfen dir. Wirklich. Mann, Anne, er versteht dich doch sowieso nicht. Am besten, du rufst mal einen Notarzt und ich verbinde ihn einfach, okay? Ja, können wir ihn nicht vielleicht gleich dahin bringen? Das ist doch viel zu weit weg. Verdammt! Hört endlich mit eurem Gelaber auf! Ich kann so oder so nicht ins Krankenhaus. Das geht nicht. Ach, jedenfalls bin ich dir dankbar, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ja. Nicht zu danken. Lass es ja eine Lehre sein. Ist es, Frank. Glaub mir, ist es. Weißt du, das Wundervollste an der Ehe und jeder Beziehung, das ist das Vertrauen. Wenn das mal kaputt ist, ich glaube, das kriegst du nicht mehr wieder hin. Du, Frank, weißt du, auf was ich wieder Lust hätte? Hm? Auf eine deftige Skatrunde mit meinem Freund. Boah. Das hätte was. Ja. Ach, ich bin froh, dass ich die Kurve noch mal gekriegt habe. Ja, gerade noch rechtzeitig, mein Freund. Ja. Ach, da, schau mal. Ja, deine Familie. Das die glücklichste sind. Was will die von Tanja? Zahnfleischentzündungen, Parodontitis. Häufigste Ursache sind gefährliche Bakterien, die das Zahnfleisch angreifen und die Mundflora stören. Meridol-Mundspüllösung verdrängt bei der täglichen Mundhygiene die entzündungsauslösenden Bakterien und fördert die nützlichen. So schützt Meridol wirksam vor Zahnfleischentzündungen. Machen Sie den Test und fragen Sie Ihren Zahnarzt. Meridol. Balsam für Ihr Zahnfleisch. Die Vedus-Typen sind uns auf der Spur. Wir müssen schnellstens hier weg. Sonst sind wir... Ich möchte es nicht mal aussprechen. Ach, Pedro, das ist alles so furchtbar. Süße, du musst auch aufpassen. Ja, versprich es mir. Wieso? Er weiß doch gar nicht, wo ich bin. Da bin ich mir nicht so sicher. Sag mal, stehst du auf den? Ich nicht. Aber